Killerspiele gehören inzwischen zum normalen Freizeitprogramm von Jugendlichen. Das ist ein Thema, das ist einfach aus den Medien seit Jahrzehnten nicht wegzukriegen. Die meisten Spieler behaupten, wenn man da jemanden abknallt, zersägt oder vergewaltigt, hätte das ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Videospiele werden indiziert. Videospiele sind gewaltverherrlichend. Aber halt stopp, ich kann euch beruhigen, so schlimm ist das Ganze gar nicht. Grundsätzlich muss man sagen, dass Computerspiele sehr viele positive Wirkungen haben. Und ich lerne eben auch genau mit Sieg und Niederlage und mit Frustration oder auch mit Erfolg sehr viel besser umzugehen, denn das erlebe ich. Über all die Jahre wurde in wissenschaftlichen Studien oder auch Ausarbeitungen herausgefunden, dass Gewalttaten in Videospielen überhaupt gar nichts mit eurer Birne machen. Eher sollte man das familiäre oder freundschaftliche Umfeld betrachten oder auch die eigenen Wertvorstellungen in Frage stellen. Zu diesem Schluss ist bereits schon der Bundestag im Jahr 2006 gekommen. Also, wenn das nichts heißt, weiß ich auch nicht weiter. Und da dieses Klischee hoffentlich für alle Mal aus dem Raum geschaffen ist, was ist denn euer härtestes Killerspiel, was ihr kennt? Meins ist auf jeden Fall Manhunt 2.